Die Gewalt auf den Straßen an deutschen Schulen hat bei den Jugendlichen zugenommen. Was fällt Ihnen ein, wenn Sie hören Fair Play? Da fällt mir ein, dass Sport immer schon eine gute Methode war, um Aggressionen abzubauen, dass vielleicht viele dieser aggressiven Kinder nicht genug Möglichkeit haben, Sport zu treiben. Das wäre mein erster Gedanke. Und gerade im Sport ist ja Fair Play eine ganz wichtige Sache, ja, dass man eben lernt, auch mal zu verlieren, auch mal eine Niederlage einzustecken, trotz des Wettkampfes fair mit dem Gegner umzugehen. Ich meine, das ist etwas, was fürs ganze Leben wichtig zu lernen ist. Fair Play nicht nur im Sport, sondern eben auch im Leben. Sie sind selber Mutter. Wann haben Sie im Zusammenhang mit der Erziehung begonnen, Ihre Kinder mit Fair Play zu konfrontieren? Ich glaube schon ganz, ganz früh, weil Fairness für mich einfach ein großer Wert ist. Und ich meinen Kindern immer beigebracht habe, dass es wichtig ist, fair zu sein, beispielsweise auch die Schwäche anderer nicht auszunutzen, die eigene Überlegenheit, die man vielleicht manchmal spürt, eben nicht auszuspielen, sondern einfach ja, fair mit dem anderen umzugehen, wer immer das ist. Es ist mir persönlich ganz, ganz wichtig. Hätten Sie aus dem Bauch heraus eine Botschaft, die Sie unseren Jugendlichen in die Kamera? Also ich würde euch sagen, liebe Jugendliche, es gibt eigentlich immer einen Weg, einen Konflikt beizulegen, ohne drauf zu hauen. Und im Sport könnt ihr lernen, was Fair Play ist, und das nutzt euch im ganzen Leben was. Wir danken Ihnen und wünschen uns im nächsten Jahr gewaltfreie Weltmeisterschaftsspiele. Das wünschen wir uns alle. Dankeschön.